Ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Nur du kannst das groß beenden, Jody. Du es für mich. Aber ganz ehrlich, Nathan, hättest du dich auch erst schon erschießen können und nicht dieses komische Eindämmungsfeld. Jody, da bist du. Oh. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Mann, oh Mann. Wobei ich anmerken möchte, dass er in die Luft geschossen hat. Richtig, jetzt ist für ihn alles gut. Das hätte er auch vorher haben können. Jetzt ist der Druck wieder auf Jody. Und wo war Ryan? Wir haben Aiden. Das funktioniert nicht. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Denk da! Mir muss was einfallen. Fuck. Hier. Nein, 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 was soll das? Du hast die beste Chance zur Zerstörung der Betas, sondern jetzt nimm das und tu es! Diese Dinger werden dich zerreißen! Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Der musste mal austreten. Ey! Ich hab nicht das okay gegeben, okay? Das ist Spiel, ne? Es ignoriert einfach meine Entscheidungen. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Ups. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jody, diesmal gibt's richtig Ärger. Wir
ruhig, Nora. Ich will sie sehen. Meine Tochter. Meine Junge. Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling. Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nicht zu ihm kommen. Ich will meinen Sohn sehen. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Oh, verdammt, müssen wir uns jetzt entscheiden. Aiden oder die Menschheit? Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jordi. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Ja, wir entscheiden uns fürs Leben. Sonst sind wir genauso bescheuert wie Nathan. Julia, wir entscheiden uns für Ryan. Wir entscheiden uns fürs Leben, sagen wir es so. Wir leben. Cole? Was mit Cole?
Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Aiden? Rein ist Liebe, rein ist Leben. Ach, Julia, du möchtest das Happy End, oder? Epilog, oh. Ich glaube, wir sind dann durch. Aber die Erklärung, dass Aiden einfach unser Bruder ist. Seitdem die Betasonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Aufbruch. Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten. Zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Aiden. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast, als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Cole lebt! Gott sei Dank.
Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Also Zoe und Jay fallen raus. Dafür waren die nicht präsent genug. Allein oder Ryan? Ganz allein ist halt auch doof, oder? Wir haben schon einen verloren. Wer war nochmal Jay? Jay war der von der Ranch in der Wüste. Dem habe ich in der Wüste schon zu verstehen gegeben, dass ich nichts von dem will. Also. Also, ich rede von ich als Jody, ja. Zoe, ja, es wäre auch cool, Zoe irgendwie wiederzusehen mit ihrer Tochter. Ich glaube, es war eine Tochter, oder? Aber. Es war auch ein krasses Kapitel mit ihr, aber sie kam halt nie wieder zum Vorschein. Wobei, als wir im Koma lagen, hatten wir Zoe an unserem Bett sitzen. Ryan würdest du wählen. Alleine nicht. Ich meine, Ryan wäre das kleinste Übel. Sagen wir es mal so. Eigentlich können wir uns sicher sein, dass Ryan Jody mag. Das hat er uns mehrfach gesagt. Wir nehmen Ryan. Alleine ist doof. Sie hat Aiden nicht mehr. Sie hat ein schönes Haus. Absolut. Aber nee. Wir geben ihr Ryan. Elonia sagt auch Ryan. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum. Um zu hören, was ich fühle. Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, was Ryan mir bedeutet. Ich war so lange traurig und allein. Ich wusste nicht mehr, wie es ist, jemanden zu lieben. Wir verreisten so weit weg, wie wir konnten. Ich musste lernen, wieder zu lieben. Jemandem mein Vertrauen zu schenken, nicht mehr zu streiten und wegzulaufen. Also, ich musste lernen zu leben. Ryan und ich haben nie wieder darüber geredet. Als wäre das alles nie passiert. Als würde die andere Seite nicht da sein. Als könnte sie nie zurückkommen in unser Leben.
sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Next time, I'll kill everyone. Das war's. Oh my God, I was so afraid I lost you. Einen war doch noch da. Warum musste ich mich dann entscheiden? Warum stehen wir jetzt hier zu zweit? Und warum gibt es noch keinen zweiten Teil? Das war ja wohl sowas von ein Cliffhanger. Ich bin so froh, dass wir gesehen haben, dass Cole noch lebt. Das war mir viel wichtiger, als dass Aiden jetzt irgendwie noch da war. Ich fand auch diese Szene jetzt am Strand am Ende, ja, das war schön, aber das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich hätte es viel schöner gefunden, wenn Aiden vielleicht irgendwie in ihrem Haus ein Zeichen gegeben hätte. Dafür muss sie nicht halbnackt mit Ryan am Strand liegen und Aiden meldet sich dann zu Wort. Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass Cole noch lebt. Ich weiß gar nicht, er hätte bestimmt auch sterben können, weil ich konnte in der Szene vor der Betasonne hätte ich 2 Punkte bei ihm mit Aiden triggern können quasi. Und das andere wäre, glaube ich, gewesen, wir hätten ihn, glaube ich, umgebracht oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber ich möchte unbedingt nochmal spielen und ich möchte unbedingt wissen, was passiert, wenn ich wähle, dass sie mit Zoe am Ende den Weg geht oder mit Jay oder allein. Weil wie wir gemerkt haben, sie ist nicht allein. Sie hat Aiden. Das wussten wir da nur noch nicht. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, hat mir das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Im Vergleich zu Heavy Rain hat es mir sogar noch besser gefallen. Im Nachhinein fand ich auch die Action-Kapitel gut. In dem Moment, als ich sie gespielt habe, fand ich sie nicht so cool, weil ich mag sowas nicht. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich glaube, ich habe mir auch viel zu sehr eine Platte gemacht, dass ich alles richtig mache. Aber ja. Ja, ich find's auch ein bisschen schwierig, dass Aiden jetzt wieder da war. Weil ich mich halt frag, warum mussten wir uns dann überhaupt entscheiden zwischen Jenseits und Leben? Weil für mich war das quasi die Entscheidung für oder gegen Aiden. Aber jetzt letzten Endes ein echt gutes Spiel, definitiv. Also ich glaube, ich werde ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Das habe ich bei Heavy Rain ja auch gesagt. Und werde es nochmal spielen. Und werde, wenn ich dran denke, wie oder was, versuchen, andere Entscheidungen zu treffen. Um zu schauen, wie die Geschichte sich dann entwickelt.
Aber ich fand es auch ein schönes Detail, dass wir unseren Hasen in unserem Haus jetzt am Ende auf dem Bett liegen hatten. Den hatten wir ja damals extra mitgenommen, als Ryan uns abgeholt hat zum CIA. Und er lag jetzt wieder auf unserem Bett. Und das finde ich so ein schönes Detail. Ich glaube, wenn wir den Hasen da nicht mitgenommen hätten, hätte er jetzt auch nicht da gelegen. Das finde ich wiederum sehr schön. Es war definitiv spannend. Ich muss auch sagen, das Spiel ist halt wirklich gut aufgebaut. Du kriegst so häppchenweise deine Infos, dass du dir irgendwie was zusammendenkst. Wie war das jetzt und was ist passiert? Und zwischendurch, kurz vor Ende, habe ich mit Nathan so mitgelitten, weil er seine Familie verloren hat. Und zack, ein Kapitel später ist er der größte Vollhorst der Welt. Ja, aber das ist halt das, was Spiele ausmacht. Das ist auch das, was Bücher ausmacht, was Filme ausmacht. Dass irgendwie Wendungen kommen, wo du dir einfach nur denkst, was? Wie? Ich bin auch froh, dass ich keine Kamera anhatte, weil ich saß hier gegen Ende total verdutzt und mit offenem Mund und mit verzogenem Gesicht, weil ich mir dachte, was? Was passiert hier? Gerade auch mit der Betasonne dann. Ich dachte mir, holy, was geht hier ab? Aber es war gut. Echt gutes Spiel.